Von einem Trailer in den nächsten. Marvel Animations X-Men 97. Ich bin so gespannt, was die da zeigen. Watch the series finale of X-Men next Saturday morning. Check your local listings. I'm grateful to have the chance to say goodbye. I am proud of you all, my X-Men. Fate lies in our hands now. 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 We have to stay vigilant. The professor entrusted us with his dream. No matter how dark it is, we must believe in each other. We get this done by working together as a team. Jeez, Bob, keep buzzing in my ear. To me, my X-Men. Magneto. The last will and testament of Charles Xavier. Everything he built now belongs to me. Also ich weiß selbst nicht, was ich generell davon halten soll. Zeichenstil ist halt ist halt Absicht. Das ist halt an den Stil der 1997er Serie gehalten. Alles klar, Kevin. Dann würde ich sagen, bis später. Aber wie gesagt, Zeichenstil ist mit Absicht so gehalten, dass das halt an die 97er Serie angelehnt. Deswegen heißt die Serie auch X-Men 97. Ja. Schauen wir uns wieder das mal im Detail an. Watch the series finale of X-Men next. Ich habe auf jeden Fall Colossus. Weiß nicht, ob das vielleicht eine Anlehnung an Deadpool sein soll. Saturday. Es ist halt schwierig, weil ich glaube, 97 war das noch gezeichnet. Und jetzt, weil ganz ehrlich, eine Animationsserie heutzutage noch zeichnen, das ist halt einfach eine Arbeit, so die kannst du einfach nicht bezahlen. Deswegen ist es halt so versucht, auf dem Computer diesen in gezeichneten Stil halt nachzumachen. Oh, mich stört's nicht. Aber ich sag's mal so, ich habe auch Star Wars Resistance und Star Wars Young Jedi Adventures geschaut und das ist so. Ist halt schwierig zu sagen, weil da noch dieser Krisseleffekt dabei ist vom Fernseher. Also so schlimm. Was haben wir hier? Fashion Show. Inside Scoop Mu Mutant Fashion Show. Aha. Daily Bugle.
Hellfire Gala. Okay, das ist interessant. Ist Spider-Man ein Mutant? Das bedeutet, dass in diesem Universum es noch die potenziell die Avengers und Spider-Man gibt. Hellfire Gala, Text bei Eddie Brock, Fotos bei Peter Parker. Also zum einen den der Hellfire Club. Hellfire Club. Also auf jeden Fall scheint halt so Eddie Brock und Peter Parker, da wissen die scheinbar noch nicht voneinander, wer sie sind. Beziehungsweise scheint Peter noch nicht den Venom-Symbionten gehabt zu haben. Okay. Der Hellfire Club hatte seinen einzigen Auftritt in X-Men Erste Entscheidung, zumindest in den Filmen. Da war Emma Frost dabei, Sebastian Shaw. Ah, okay, das war die Antagonistengruppe aus X-Men also Erste Entscheidung. Aber allgemein, Hellfire Club ist ja, glaube ich, auch in echt eine Vereinigung gewesen, oder soll eine Vereinigung gewesen sein, der so ein bisschen mit Zauberei, Hexerei zu tun hatte. Members. Oh. Leader Wilson Fisk? Natürlich hat der Kingpin wieder mal irgendwo seine Current Members Tony Stark. What the fuck? Das ist. Okay, ist halt Marvel Comics. Da ist jeder schon überall Mitglied gewesen. Aber okay, also wie gesagt, Missing. Könnte das sein? Kenne ich gerade nicht. Ich erkenne auch von denen niemanden, also. Aber es. Ich liebe es, mir sowas anzugucken in Trailern. Oh. To stay vigilant. Das eigentlich? Hip Skate Party. Okay. Professor entrusted us with his dream. Also offenbar ist Professor X verstorben. Back to where you came from, down with mutants, stop mutants. Also das übliche Thema bei den X-Men. Die Menschen sind rassistisch. Was? No matter how dark it is. Könnte. UN-Truppen sind das. Okay. Oh, ist das nicht. Der Arm von. Oh, wie heißt denn der nochmal? Alles. Nicht. Sentinel, ja. Das könnte der Arm, der Arm bzw. die Hand von einem Sentinel sein. Ja, auch typischer oder typischer Feind von den X-Men. Erkennt man hier irgendetwas? Nee, nicht wirklich. We must believe. Eben. Magneto und Professor X. We get this done by work. Okay, wen haben wir hier? Beast, Wolverine? Könnte das jemand sein, der sich unsichtbar machen kann? Bei dem weiß ich es nicht. Rogue, Gambit, Storm, Cyclops. Und ich freue mich drauf, dadurch, dass er den gelben Anzug hat, dass halt in Deadpool 3 Wolverine auch einen gelben Anzug tragen wird. Working together as a team. Jeez, Bob. Keep buzzing in my ear.
Ja, doch. Also ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Im Endeffekt ist halt mit auf Disney Plus, ist mehr kostenfrei. Also ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Hallo. Okay. Lichtstrahlen aus den Händen. Okay. Oh, Jean ist scheinbar schwanger von. Wie hieß Cyclops nochmal? Scott? Hieß das Scott? Cyclops, Marvel. Scott Summers, ja. Ja, da sieht man Sentinels. Ah, oh, ja. To me, my X-Men. So, hat so ein bisschen was von Avengers Assemble. The last will and testament of Charles Xavier. Everything he built now belongs to me. Okay, das ist krass. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das zum Charakter von Professor X passt, dass er sagt, so Magneto, du übernimmst alles, was mir gehört, inklusive meiner Schule. Das ist krass. Jean sieht aber extrem komisch aus. Naja, sie ist halt schwanger und scheinbar Coach also ja, die typische, also hier eine Trillerpfeife plus dieses Gestreifte, das ist halt so typisch Coach von einem Team, Football oder so. Mit Drillingen? Ja, das sind ihre Brüste, ne? Da sind keine Kinder versteckt. Nee, vielleicht kurz vor der Geburt. Ich meine, keine Ahnung, wie sich das bei Mutanten verhält, vor allem wenn so zwei Mutanten ein Kind kriegen. Ich frage mich, wer das ist. Ob das Pyro oder Iceman ist? Das werden Drillinge. Warte mal. Jean Grey, Marvel. Wie sieht's in den Comics aus? Nee. Marvel Comics Wiki 616 da. Ja, die ganze Werbung zeigt sich. Relatives. La, Parents, Siblings, Children. Eieieiei. Nathan Summer, Step, Genetic Son. Alternate Reality Daughter. Alternate Reality Daughter. Alternate Reality Son. Also in einer alternativen Realität scheint sie drei Kinder bekommen zu haben. Der mit dem roten Kopftuch. Ach, das ergibt Sinn, ja. Das ergibt Sinn, der ist sonst nicht zu sehen. Okay. Gut, da habe ich nichts gesagt. Rachel Gray, Rachel Summers, Nate Gray. Okay. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Das liegt halt auch daran, dass in den X-Men-Filmen Gambit nicht. Er sollte eigentlich einen eigenen Film bekommen, aber das wurde ja gecancelt. Kurz vor der. Die unten links, die hier meinst du? Negasonic. Negasonic Teenage Warhead.
Aber die sieht in den Comics anders aus. Oder Yukio. Everything he built. Aber das finde ich wirklich, ich weiß nicht, passt das? Ich weiß halt, dass Magneto und Charles halt befreundet sind an sich. Aber dass die jetzt irgendwie, dass es so weit geht, dass Charles sagt, okay, Magneto, du übernimmst alles. Nee, das wirkt auf mich irgendwie sus. Also ich kann halt verstehen, wenn er sagt, hey, Jean oder Scott oder, keine Ahnung, Storm, so ihr übernimmt das. Wolverine auf jeden Fall nicht. Aber bei den anderen, nee. Now belongs to me. Also ich schätze mal storytechnisch, was da passieren wird. Ich dachte eher an sie. Ja, das ist Negasonic Teenage Warhead. Noch was, nee. Ja, also ich kann zur Story kann ich nicht viel sagen, außer dass standardmäßig so die X-Men müssen halt gegen Diskriminierung von Nicht-Mutanten ankämpfen und ja, das irgendwie versuchen wahrscheinlich, dass Magneto halt nicht die Schule übernimmt. Aber ich frag mich, ob das. Weil es soll halt zum Beispiel auch noch eine Spider-Man-Serie kommen. Also das animierte Spider-Man-Serie, Freshman hier soll die heißen. Die nicht in der MCU-Timeline stattfindet. Und ich frag mich, ob das alles irgendwie am Ende zusammenkommen wird. Oder ob das einfach ist so, ja, irgendwer hatte bei Marvel Bock gehabt, das als Serie zu machen oder halt die Serie fortzusetzen. Und ja, dann macht man das halt so. Nee, das. Obwohl, es ist halt das, am Ende ist es halt das Multiversum und da ist halt alles möglich. Unterm Strich.